Hallo, mein Name ist Benji von den Konsolenwurf. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer weiteren Folge Injustice 2. Und wir hauen jetzt hier erstmal mit Firestorm den Black Adam auf die Nuss. Zumindest versuchen wir es mal, sagen wir es mal so. Schön gekillt den Vogel. Boah, schade, das hat schön gesessen. Damage gemacht. Naja, dann würde ich mal sagen, hauen wir jetzt auch mal unsere Ulti raus. Wenn er uns dann mal rauslässt. Boah, die Ulti sitzt. Bam hat's gemacht. Jo. Also Firestorm lässt sich richtig gut spielen, muss ich sagen. Kehren wir zurück und verriegeln Supermans Zelle. Die Standards meines alten Herrn sind gesunken. Ihr Frischlinge versucht verzweifelt, Batman zu beeindrucken. Wieso? Er ist schwach. Wenn dein Papa schwach ist, was bist denn du? Nehmen wir jetzt mal den Blue Beetle. Und schauen wir mal, was der so drauf hat. Ich erteile dem Bengel eine Lektion. Ich hoffe, ich krieg nie einen Balg wie dich. Ich war das perfekte Kind. Batman war nur nicht der passende Vater. Haben wir den schon das erste Mal gelegt? Die hat gesessen. Es ist noch nicht vorbei. So, dann haben wir die Uli raus. Mal schauen, ob die dann gleich. Oh, okay. Ja, die sitzt. Jo, fertig. Ja, nice. Langsam haben wir Lauf, würde ich so sagen. Wobei, ja, die sind beide gut eigentlich. Wonder Woman ist draußen. Sie beschäftigt den Rest der Wacht. Wenn sie es nicht war, wer hat dich rausgelassen? Das war ich. Kara? Noch ein Kryptonier? Erkennst du mich, Kel? Meine Eltern haben dein Bild auf meinem Schiff gespeichert. Du bist meine Beschützerin. Sorry, dass ich ein paar Jahre zu spät bin. Du und ich haben Krypton gleichzeitig verlassen. Aber die Explosion hat mein Schiff vom Kurs abgebracht. Sehr weit abgebracht. Du bist keinen Tag gealtert. Hyperschlaf. Während du aufgewachsen bist, lag ich auf Eis. Ich
Ich dachte, ich sehe meine Familie nie wieder. Jemanden mit meinen Augen, meinem Blut. Du kanntest meine Eltern. Sie haben dich so sehr geliebt. Diana braucht Hilfe. Cyborg, wie lang noch? Gib mir 5 Minuten, dann wird's dunkel. Ich lass dich nicht allein. Ich werde hier sein. Chester Sobre Tunivel. Sie ist keine Nummer zu groß. Was ist bloß mit dir passiert? Mexikaner. Und Tonya sind passiert. Komm schon. Batman zählt auf uns. Eins muss ich paar Mal lassen. Die Kryptographie seiner Leute ist top. Ich werde sie trotzdem knacken. Victor, hinter dir! Schmelzpunkt, Cyborg. So eine Cyborg auf die umhauen, Alter. Wir müssen diese Konsole reaktivieren, bevor Superman sich auflädt. Die Dilettantenstunde ist vorbei. Ich würde sagen, wir bleiben bei Blue Beetle, weil dem komme ich ganz gut klar. Das wäre schon cool. Nette Armkanone. Hab auch eine. Genug gespielt, Junge. Weißt du, wie man sie einsetzt? Zeige ich dir jetzt, Bub. Ganz easy going. Komm, lass die sitzen. Jawohl, die sitzen. Das war's dann schon wieder für Cyborg. Den seine Ulti haut ja ganz schön rein, ey, muss man echt sagen, ey. What the fuck? Wenn du Tipps brauchst, sag Bescheid. Brainiac ist zu mächtig für Batman. Ich bin eure einzige Chance. Es ist ja so, Superman. Batman hat uns um Hilfe gebeten. Er hat uns nicht eingezogen, einen Treueeid schwören lassen oder gar mit dem Gefängnis gedroht. Er wird nicht weit genug gehen. Und deswegen wird er versagen. Bleib weg von ihm! Kryptonia, hä? Der Professor weiß, was mit euch zu tun ist. Kryptonit! Gib auf, dann hört es auf. Kryptonia, gib niemals auf. Hier ging es mir jemals zu Firestorm. Wir befreien Kellel, ob du willst oder nicht. Ich hoffe, diese Entscheidung bereue ich jetzt nicht, weil, wie gesagt, der Blue Beetle war, müsste ich ganz gut spielen.
verletze ich Leute ungern. Aber nach dieser Kryptonit-Nummer, dafür wirst du leiden. Die teilt gut aus, die Alte. Die ist ein bisschen sauer. Alte. Ja, guck dir die Scheiße doch an. Ja, dann schauen wir, wie ewig du weitermachen kannst, diese Scheiße. So. Alter. Ich hab gut Feuer, ne? Oh shit, das staut das Ende für ihn. Oh fuck. Das haben wir verloren. Ich hab doch genau gewusst, dass ich diese Entscheidung bereuen werde. Ach, Mann. Vielleicht kommen wir irgendwann mal durch, ohne schon mal verkacke. Ja, ich bleibe jetzt bei Firestorm, weil ich will die jetzt besiegen. Wir befreien Keller, ob du willst oder nicht. Ja, komm, jetzt mach schnell. Ne? Beenden wir es. Normalerweise verletze ich Leute ungern, aber nach dieser Kryptonit-Nummer, dafür wirst du leiden. Sieht die wieder los wie die Feuerwehr, Alter. So, die erste Hürde hätte mich mal geschafft, aber das ist noch gar nichts. Sitzen, jawohl, das sitzt und das war es dann auch schon für die Alte. Schön gegrillt. Hätte sich ergeben sollen. Wo ist Wonder Woman? Weg vom Fenster. Die werden wir eine Weile nicht mehr sehen. Hätte sich ergeben sollen. Hey, du hast dein Kryptonia erledigt. Ihr habt tapfer gekämpft. Aber der Kampf ist vorbei. Bitte, was soll ich jetzt tun? Professor, das ist verrückt. Vielleicht können wir es kontrollieren, aber... Sie haben recht. Wir haben keine andere Option. Verschwinde von hier, Heime! Jesus Christus, Jason! Jagst du uns hoch? Das ist der einzige Weg. Jetzt geh! Verschwindet, und zwar alle! Sonst holt ihr euch deutlich mehr als einen Sonnenbrand. Du würdest eher Metropolis sprengen, als Superman gehen zu lassen? Ich nehme die Erde.
Wer bist du? Supermans fürsorgliche Cousine. Du hast so viele Geheimnisse, aber dass etwas vor dir geheim gehalten wird, hältst du nicht aus. Nicht wahr? Du kannst Brainiac nicht besiegen, Bruce. Du hast recht, Diana. Das kann ich nicht. Du bist also bereit, Brainiac um jeden Preis aufzuhalten? Mit allen Mitteln. Was hast du vor? Du bist immer drei Schritte voraus. Die Welt zu retten reicht erst einmal. Ich kehre niemals zurück in diese Zelle. Darauf kommen wir später zurück. Im Moment braucht die Welt uns. Gerufen, Brainiac? Es gab ein paar überraschende Entwicklungen. Kal-El ist frei. Was noch bemerkenswerter ist, er ist nicht der letzte Kryptonier. Es gibt noch eine Flüchtige. Zwei Kryptonier? Wir machen weiter. Kal hat noch nicht seine volle Kraft erreicht. Aber vergiss nicht, die Kryptonier gehören mir. Dank Flashs Aufklärung haben wir den Standort jedes Schiffs aus Brainiacs Flotte. Sie holen sich die Großstädte aller Kontinente. Sie fangen in den Randbezirken der Städte an. Dann arbeiten sie sich langsam in die Innenstädte vor. Etwas Privatsphäre. Hör zu, Batman. Das mit dem Gefängnis. Das war leichtsinnig. Zieh nie wieder so eine Nummer ab. Mach es mit einer weiteren Mission wieder gut. Diskret. Wir müssen diese Städte evakuieren, bevor wir die Flotte angreifen. Aber zuerst muss die Funkverbindung wiederhergestellt werden. Bevor es losgeht, repariert Cyborg Brother Eye. Ich bin nicht der Bat-Tech-Support. Das ist nicht das Problem, Victor. Kara hat selbst gesehen, wie Brainiac Krypton zerstört hat. Sie sagt, wir hätten weniger als 48 Stunden, bevor er dasselbe mit der Erde macht. Wenn wir uns nicht koordinieren, verlieren wir wertvolle Zeit. Und das bedeutet, wir brauchen Brother Eye. Catwoman und Harley schließen sich dir an. Du brauchst sie, um in die Bathöhle zu kommen. Gib mir einfach die Koordinaten. Ich öffne ein Portal und teleportiere mich rein. Das geht nicht. Ich habe die Motherbox-Technologie deiner Rüstung rückentwickelt. Ah, wenn du dich in die Bathöhle teleportierst, macht es stattdessen einfach Platsch! Und? Wie kommen wir dann rein? Der alte Untergrund. Es gibt einen Tunneleingang unter Arkham. Ich bringe euch zwei nach Arkham Asylum? Wird garantiert nicht unbehaglich. Ich brauche ein paar Stunden im Solarium in der Festung der Einsamkeit. Falls du sie nicht eingerissen hast. Noch nicht. Damien, Adam, ihr kommt mit mir. Und der Rest von uns? Wir können hier nicht rumsitzen. Wir planen den Angriff. Sobald Brother Eye online ist, legen wir los. Denk daran. Da draußen gibt es kein Regime. Nicht mehr. Wir werden auf keinen Fall töten. Dann los. Du kommst mit mir. Wieso hast du den behalten? Was denn?
hatte ich glatt vergessen. Ja, nee, ist klar. Hier entlang. Pheromone. Harley, geht's dir gut? Süße, süße Harley. Dieses Mal bist du ein gutes Mädchen für Mama. Hey, Kinder, spielen wir eine Runde. Ene, Mene, Morden. Ja, spielen wir als Catwoman. Harley braucht ein Frauengespräch. Sorry, Harley. Ich versuche dich nicht zu kratzen. Alter, leg die los hier, Alter. Boah, Alter, die ist schon gut drauf, die ist schon strong, ne? So, jetzt reicht's aber. Eine Frau sollte man nie unterschätzen. Gefehlt, hoffentlich trifft die. Die trifft, jawohl. Hat so ein bisschen was von Matrix Trinity Style. Ivy hat dir wirklich zugesetzt. Meine Freundin ist Männermordner Vamp. Arkham gab uns so viele Erinnerungen, Selina. Bezaubernde Wachen, nächtliche Pokerrunden, die Zwangsschocktherapie. Oh, stimmt ja. Du wurdest verschont, dank deines Millionärsgespielen. Ich habe nicht um Sonderbehandlung gebeten. Was eine Mitleidsparty. Du brennst darauf, mir weh zu tun, nicht wahr, Blechmann? Was du verloren hast, bekommst du nicht wieder. Schon gar nicht unter der Gürtellinie. Die arme Harley hat an den falschen Rosen geschnuppert und erleidet jetzt einen Schock. Leb wohl, Püppchen. So, ich würde sagen, ich spiele mal als Cyborg. Wir können sie nicht hier lassen. Ich werde dich niedermähen. Oh, Cyborg, wir müssen nicht kämpfen. Versöhnungskuss gefällig. Aber ich würde sagen, diesen Kampf sehen wir dann erst in der nächsten Folge. Auf jeden Fall bedanke ich mich fürs Zusehen. Und wenn euch die Folge gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr keins unserer Videos verpassen wollt, lasst ein Abo da. Ich hoffe, ihr seid auch wieder bei der nächsten Folge dabei, wenn es dann wieder heißt Injustice 2. Macht's gut. Ciao, ciao.